Lochsäge, Plattform. Genau, das ist besser. So ist gut, ne? Ich müsste erstmal zu dir laufen. Aber hier müssen die schwimmen, oder ist das... Nee, oder wir können noch weiter runter. Weil bis hierher könnten die ja laufen. Obwohl, ab hier saufen die ab, ne? Dann passt das. Ab da saufen die ab, ne? Dann passt das eigentlich. Du weißt, dass du mit Holz nicht schwimmen kannst. Ja, weiß ich. Aber bis hierher kann ich ja bauen. Ab hier kann ich ja reinstecken. Hier kann ich reinstecken und dann da. Wir können auch nochmal eine Plattform zum Bauen erstmal hier vorne setzen. Das ist okay, pass auf. Du darfst auch helfen. Wer will helfen? Niemand. Kann man das eigentlich schlüssig anbauen oder? Ich gehe mal Bäume fällen. Gute Idee. So, hier kommen wir dann nämlich schön drauf erstmal. Das passt. Oh, da ist sogar noch Häuser. Baus 2 Zentimeter höher. Okay, dann machen wir die wieder weg. Oh, sag mir, wie sehe ich aus? 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 Wie eine Frau. Nevermind. Ich habe nie was gesagt. So meinst du, ne? Ich habe nur Klamotten gefunden. Eigentlich könnte ich ja jetzt eine Treppe dahin bauen. Dann brauchen wir das nämlich gerade erstmal gar nicht. Erstmal so, dass wir da drauf kommen. Richtig? Genau. Und dann können wir uns da erstmal aufbauen und dann bauen wir es wieder weg. Der Musikklaus und so. Muschiklaus, ja. Deine Kumpanin verhungert. Ihr habt eure Echsen, glaubt, noch immer nicht gegrillt. Doch, habe ich, aber sie hat die anscheinend nicht gegessen. Doch. Doch. Aber ich habe eine neue Echse. Du hast eine neue Echse. Du kannst auch mal ein Lagerfeuer machen und Essen machen. Oder wir stellen ein Trockengerüst auf. Das geht auch. Machen wir eher das. Luft trocknen ist besser. Dann halten die nämlich länger. Ich habe neue Echse. Okay. Mhm. Ich baue sofort was zum Luft trocknen. Geh du einfach Baumstämme besorgen und dann baue ich das zum Essen, ja? Erstmal. Der Muschiklaus, es gibt Steinechse, mit denen man die Bäume schneller fällt. Ich weiß. Aber so kommst du jetzt gleich erstmal da hoch auf die Plattform und dann können wir mehr Plattformen bauen nebeneinander. Oh, hier ist eine Echse. Ah, jetzt nicht mehr. Ja, wo kommt die denn jetzt her? Wo essen ich essen muss. Kann man auch ein Lager und so bauen? Ja, wir bauen jetzt ein Lager. Das bauen wir ja jetzt alles quasi gerade. Also, dass ich auch Sachen reinlegen kann, die man... Ja, ja. Das kann man machen dann quasi. Du kannst später Taschen machen und so, dass du viel mehr tragen kannst. Aber ich baue jetzt erst noch was, damit wir das Essen trocknen können, ja? Wir können uns auch ein Hausboot bauen. Einen Steg kann man sich gleich bauen, großes Floß, ja. Unterkünfte, Essen, Hasenkäfig, Trockengestell, da haben wir es doch. So, und jetzt hänge ich hier mal alles auf, ja? Ich will auch aufhängen. Aber auch? Bitte keine... Das ist vergammelt, das nehmen wir mal weg. Kann ich auch auflegen? Verdorben, ablegen. Ablegen, ablegen. Alles, was verdorben ist, musst du, ne? Ah, ich hab meinen. Bitte keinen Fuß hinhängen. Den schmeiß ich auch weg. Warte mal, das Fleisch kann man so essen. Rohes Kleinfleisch. Nee, doch nicht. So. Und das trocknet jetzt mit der Zeit. Und wenn das trocken ist,
Warte mal, ich glaube, der ist verdorben, den du da hast. Der ist verdorben, der kann auch weg. Okay. Alles, was am Boden ist, ist verdorben. Okay. Darauf musst du immer achten dann. Gehen manchmal in die Senkrechte. Holt doch diesen Schlitten. Ja, will ich jetzt gerade machen. Ich muss ja erstmal alles bauen. Ich baue dir jetzt mal so einen Schlitten, damit du das alles besser transportieren kannst, ja? Mhm. Okay. Da brauche ich ein paar Äste mehr. Du hast Hunger, finde was zu essen. Das ist ein toter Hase. Zack, wieder ein bisschen Fleisch. Muss ich gleich auch mal aufhängen und braten. Das Gute ist halt, hier diese Dinger einfach kaputt machen. Zack, hat man wieder alles. Ne? Und die spawnen ja auch alle mit der Zeit wieder. So, noch zwei Äste, dann hast du deinen Baumschlitten. Sehr schön, da kannst du jetzt alles schön reinlegen und immer fahren. Kannst dich hier hinten hinstellen, hier. Guck mal, kannst dich hier hinstellen und dann... Siehst ja, aber du? Ich will zuerst die Bäume fällen, bevor die kaputt, bevor ich es kaputt mache. Was machst du denn kaputt? Machen wir es kaputt. Machen wir es kaputt. Machen wir es kaputt. Oh, ist der Wahnsinn, ne? Was heißt das? Was? Was heißt das? Ich habe nicht über dich gelästert, Kappa. Männer... So, dann machen wir mal ein kleines Stocklager hier hin, damit wir erstmal die Stöcke auch sammeln können. Und hier bauen wir nochmal ein kleines Steinlager hin, damit wir schon geht mal ein bisschen... Geht die Axt eigentlich irgendwann kaputt? Nee, die Axt nicht, das ist die Standardaxt. So, dann haben wir nochmal eine Echse, die wir aufhängen können. Also ich hänge dir dann wieder ein bisschen Fleisch dran, dass das schon schnell geht. Habt ihr Zerstören an oder aus? An. Abfall endlich. Du siehst auch ungefähr, wann die fertig getrocknet sind. Ne? Ich habe dir jetzt, wie gesagt, nochmal ein paar dran gehangen. Ist das das verdorbene Stück Echse? Verdorben, genau. Die verdorbenen Sachen lege ich mal woanders hin, damit du die nicht zufällig aufhebst und isst, ne? Wie? Na, ich kenne dich. Was? Schmeißen wir alles hier weg? Nee, geht hier nicht. Ich habe ein Bein. Aber die gefunden. Können wir hier wegschmeißen. Bist du ein Bein? Ich habe ein Bein gefunden. Essbar, essbar. Verdorben. Nee, will ich nicht. Warte, was? Ich überlege gerade, wie viele Echsen heute man braucht zum Kombinieren. Nee, das bringt nichts. Wie konnte man sich nochmal eine Tasche machen? Rehfell? Ich glaube, da braucht man auch mehrere, ne? Ach, guck mal, wir haben auch Outfits. Graues Langarm, ne? Weißes T-Shirt. Cargohose. Ach, guck mal, du kannst auch immer wieder Klamotten wechseln. So mit T-Shirts und so, wegen Kälte und Wärme. Das ist ja cool. Boah, schon wieder Leguan. Das ist ja heftig. Die spawnen ja hier wie was nach mehr. Uff, da kannst du ja richtig... Naja, ich weiß. Dann machen wir das vielleicht gleich mal mit der nebeneinander. Ich wusste das, so wie ich das will. Aber das Problem ist, dann müsste ich ja die jetzt einmal entfernen hier. Das machen wir mal. Und wie mache ich das? Wir bauen als erstes mal kurz den Steg fertig. Wenn der Steg nämlich fertig ist, dann kann ich die Plattform bauen, wie ich will. Das weiß ich. Ich habe es nur nicht so schnell gefunden. Dreckshase. Krieg dich noch. Ich bin geduldig. Bist du nicht. Der war echt böse. Und du glaubst nur Stoff und Stein und Stoff. Okay, mach ich gleich. Du Drecksack. Bleib stehen. Dann halt nicht.
Ach, guck mal, du hast die Dinger schon voll gemacht. Okay. Huch. Ich Richtung Felder. Also. Wirf den Speer, ja, hätte ich vielleicht machen müssen. Also, sie können die Häuser kaputt machen. Ja, die können die Häuser kaputt machen. Kann man vielleicht auch ausmachen dann später. Für sie halt ist es dann leichter noch, weil sie halt noch nicht so erfahren ist. Stock, Stein und Stoff. Okay. Ich muss sie halt auch nochmal Tipps geben, weil sie ist halt auch, wie gesagt, komplette Anfänger. Verbessert das Stock, ach ja. Also, du klaust mir meine Arbeit. Ja, weil ich die hier direkt wieder reinstecke. Lass mich doch. Ist der jetzt fertig? Nee, der ist noch roh, okay. Da muss man halt drauf achten. Wir müssen, glaube ich, gleich noch mal ein paar von den Dingern bauen. Ja, ich kümmere mich vielleicht erstmal um die Lager, dann kannst du das Ding gleich runterschieben, dann passt das. Ja, die Menschenfüße kannst du gleich wieder wegwerfen. Ja, kann ich gerade nicht wegwerfen, warum nicht? Keine Ahnung, hohes Bein. Soweit ist es noch nicht mit dem Essen. Mit diesen Köpfen macht man später Lampen, die man vom Tisch runterhängen lassen kann. Bau auch Totems. Warum hält das die ab oder wie? Nur noch zwei. Na dann, hopp, hopp. Erst mal was rausfinden. Ich hab schon wieder ein Lego. Also der spawnt hier richtig schnell. Also essen, verhungern werden wir hier, glaube ich, nicht. Du gehst einmal weg, kommst wieder, ist das Ding da. Ich werde gleich nochmal ein zweites setzen, vielleicht. Ja, dass man die Dinger mehr trocknen kann. Totem Schrecken ab, ja. Ja, wir müssen auch gleich nochmal... Das wusste ich gar nicht mit den Totems. Das machen wir gleich mal am besten. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich viele Stöcke wieder kriege. Huch, ich muss essen. Ja, solltest du. Oh, warte mal, hier sind blaue Beeren, die lassen wir mal. Gut. Oh, gut. Lecker. Oh, saftig. Oh. Deftig. Du hast auch Energieriegel in deinem Inventar, ne? Die kannst du auch essen. Ja, isst doch die erstmal, bevor du die ganzen, ne? Ich hab jetzt eine Echse gegessen. Die war aber roh, ne? Du musst doch darauf achten, ob die roh ist oder vergammelt. Ich hab mich enthungert. Ja doch, du hast Glück gehabt, die war getrocknet. Da musst du halt drauf achten, ne? So, wir sollten hier vielleicht aber auch mal ein kleines Zeltchen erstmal bauen. Ich guck mal, dass ich immer eins herstellen kann. Am besten aus Blättern. Nee, das haben wir nicht. Machen wir mal ganz kurz. Wir brauchen 7 Stämme. 2. Aber ich sehe gerade aktuell gar nichts. Mach L? Ja, ich sehe auch mit L nichts. Ah, oh, ich bin irgendwie nach unten gekommen. Ich bin stolz auf mich. Ja. Okay.
Tod und Schrecken ab, ja. Ein Tote muss fertiggestellt und angezündet werden, um einen Effekt auf die Kannibalen zu haben. Ihr Brennen. Achso, die meint sie. Ihr macht zwischen 10 und 20 Minuten, bevor sie wieder zu Stöcken, Steinen und Knochen auseinanderbrechen. Ein Jagdunterstand. Für Federn, ja, machen wir nachher. Wir brauchen ja jetzt erstmal. Ich habe noch einen Stock gefunden. Hast du noch ein paar Stöcke vielleicht? Nimm mal. Mhm. Lass mich saufen. Ja, du bist auch so eine Säuferin. Passiert? So, das ist erstmal fertig. Da baue ich dann morgen die Plattform erstmal. Morgen. Jetzt müssen wir halt hier das zum Pennen fertig machen. Mach Ach, mal, guck mal, ich bin voll. Mach mal ein Feuerchen. Können wir vielleicht erstmal das Teil fertig machen? Nee, mach ein Feuerchen. Nein. Wir brauchen Stöcke. Ja, ich bin am Schlagen. Aber Leute, ihr könnt mir gleich mal Tipps geben. Ja, welche, wie viele Felder, wie viele Felle und Echsendinger man braucht, um die größeren Taschen zu machen. Weil ich weiß, man kann für Steine, für Blätter und so kann man alles größere Taschen machen. Nur ich weiß nicht mehr wie. Die großen Stämme können wir morgen noch gebrauchen, ja, aber wir brauchen jetzt gerade erstmal die kleinen. Ich hab beides. Ich hau einfach. Okay, mach du mal. Baum fällt. Okay. Leg eine Haut in die Mitte. Nee, nicht wirklich. Hier. Kann das nicht anklicken. Baum fällt. Die Maus über das Zahnrad. Ah, okay, Beutel, genau. Zwei Hasenfelle für Beutel. Köcher, kleiner Steinbeutel. Stockbeutel, ein Hasenfell, drei Stoff, zwei Seil. Das kriegen wir hin. Eins, zwei. Es fehlen nur noch drei Baumstämme. Ah, jetzt habe ich einen Stockbeutel. Perfekt. Perfekt. Jetzt brauchen wir Wärme, Speertasche. Ach, da ist zu Speere, Wasserschlauch. Können wir später auch machen. Tarnrüstung. Ja, Tarnrüstung brauche ich jetzt nicht. Ein Rehfell. Zwei Rehfelle, Speertasche, Wärmeanzug. Nee, da müssen wir später nochmal gucken. Das ist verdorben. Das ist essbar. Lassen wir nochmal. Passt. Ich habe auf jeden Fall jetzt eine Stocktasche. Das ist schon mal wichtig. Einen Steinbeutel machen wir auch gleich. Ich werde gleich mal Hasenfallen bauen, damit wir dann auch mehr Hasen kriegen. Ja, weil wir brauchen die Hasenfelle für das ganze Zeug. Ich mache dir nachher auch einen Stockbeutel, ne, dass du mehr Stöcke tragen kannst und so. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind hier an einem Ort, wo es wenig Stöcke gibt. Nee, ich habe einfach alles schon genommen. Wir brauchen nur hier noch sind nicht Baumstämme. So viele Stöcke. Ist gerade. Ja, aber wir brauchen jetzt für das... Ach so, für das zum Schlafen brauchen wir Baumstämme. Dafür liegen jetzt genug rum. Es fehlt noch einen. Bringst du den? Ich suche gerade meinen Speer. Nehmen wir den. Einen großen Baumstamm. Wo soll ich den denn herholen? Hast du den schon gefällt? Rum? Hast du den schon gefällt? Ja. Ja, perfekt. Ich habe jetzt aber hier auch wieder ganz viele Stöcke. Das ist gut. Oh, hier ist Wasser. Wo liegt er denn? Ich suche gerade. Da hinten, okay.
liegen etwa 4, 5, 6 rum. Ja, ja, alles gut. Ich muss sie auch erstmal finden. Hab zu viel vielen Streamern zugeschaut. Okay, warte mal. Stell einfach Mauer auf. Aua. So, dann lass mal speichern und schlafen. Dann ist es morgen wieder hell. Ja? So, ich bin bereit zum Schlafen. Ich hoffe, war dir fertig. War mir klar. Du bist richtig unhöflich. Boah. So, dann baue ich jetzt mal ein bisschen, ja? Ja, und ich bringe dir Material. Ja, erstmal, genau. Wir wollen eigentlich ja erstmal freies bauen. Fundament. Eigentlich machen wir jetzt genau das, was bei Satisfactory war, umgekehrt. Ja, ich will halt erstmal gucken. Du lässt mich schuften und du... Das ist richtig. ...denkst. Sag jetzt mal nichts, dass wir schon länger keine Kannibalen mehr gesehen haben. Kann man die irgendwie ansetzen mit irgendeiner Taste, Leute? Das Fundament, doch das Fundament, okay. Ah, okay, ich seh's. Da hat's noch. Geht eigentlich die Steinachs mal kaputt? Wie langsam machen. Ja, aber guck mal, jetzt ist doch hier. Oder wie soll ich das machen? Hier, guck mal, das wird ja nicht schief. Guck mal, oder doch? Ich bin Bob der Baumeister. Ja, aber dann war das doch gerade richtig, oder bin ich jetzt blöd? Bob der Baumeister, komm mir, schaffe da. Also wenn es einrastet, wird es gerade okay. Das müsste jetzt gerade sein, ne? Ja. So, und dann kann man nämlich gleich die Höhe anders machen. Dann kann man die Höhe nämlich von der Treppe auch ein bisschen runtersetzen. Das ist halt schade um die Materialien. Oh, ich muss unbedingt was essen, Leute. Ich auch.
Boah, das getrocknete Zeug kannst du dir gerne mal 2, 3 nehmen. Die sind jetzt getrocknet. Und trinken, da müssen wir halt gleich mal abkochen. Oh, perfekt. Dankeschön. Ich habe noch ein paar in der Tasche, ne? Falls du dann welche brauchst, sagst du Bescheid. Aber jetzt verstehe ich das mit dem Einrasten. Und da kann man dann auch entspannt dran bauen, oder wie ist das? Wie sieht das dann aus? Ich habe eine Idee. Ich auch. Ich baue das jetzt fertig. Dann haben wir erstmal die Grunddinger. Ihr macht mich einfach alle fertig, ihr lieben Leute. Solche, solange Strukturen nicht fertig sind, fällst du durch sie durch. Das ist richtig. Ich glaube, der See oben, wo beim Lager von Einwohnern ist, ist trinkbar. Ich glaube auch, ja. Schau mal. Ja. Ich habe ein Speer. Perfekt. Hoch. Brauch noch ein paar Sachen. Brauch noch ein paar Baumstämme. Dann kann ich den Vogel nicht töten. Ich habe einen Vogel. Ich habe noch einen Vogel. Das ist gut. Hallo. Wieso kann ich das Fleisch nicht... Shizoi, vielleicht sagst du erstmal Hallo? Was ist denn nett hier? Kannst du ein Feuer machen? Moin Meister, baut Hasenfallen. Ja, werde ich gleich bauen. Ein paar Hasenfallen. Jetzt werden wir erstmal hier ein paar Bäume fällen. Wieso kann ich das Fleisch nicht trocknen? Keine Ahnung, auf jeden Fall trinke ich jetzt mal Alkohol. Achso, du musst es aufhängen, das Fleisch dauert eine Weile. Ja, aber ach, das Kleine kannst du nicht aufhängen, das geht nicht. Gehen nur die großen Stücke. Manu. Das Kleine kannst du nur braten. Achtung, Baumfeld! Ich bin nirgends. Was bist du? Ach, hier ist auch ein Fluss. Hier kann man bestimmt auch trinken. Ja, hier ist ein See, aus dem du auch trinken kannst. Oder auch nicht. Oder auch nicht, sagt er. Oder auch nicht. Bitte brau die Steinachse, das macht mich wahnsinnig. Wie geht denn die Steinachse, mein Freund? Erstmal Steine, ne? Sogar ich habe eine Steinaxt. Sei ruhig. Ich habe eine Steinaxt. Sei ruhig, er beeinflusst dich die ganze Zeit. Ich habe eine Steinaxt. Ja, sei ruhig, er beeinflusst dich. Hör auf, lass das. Hui, aus. Ja, natürlich habe ich jetzt keinen Stock. Passiert. Stock, Stein, Stoff. Irgendwie reicht das nicht. Reparaturwerkzeug. Aha. Ja, ja, ich weiß. Später gibt es eine richtige Axt. Brände, handgemachte Axt, Seil und... Ah, nee, da... Okay. Okay. Alle Angaben ohne Gewehr. Danke, Ongova. Danke für diese hilfreiche Tat, Tipp. Kannst du dir mal einen eigenen Baum suchen? Nein. Nein? Achtung, Baumfeld, du verfällst auf dich zu. Ich bin Profi. Bist du? Really? Also in der Höhle gibt es eine richtige Axt. Was, really? Schau mal oben. Genau, der Troll war da. Hätte ich auch rausschmeißen können, aber er hat es gelassen. Also. Das
den Troll? Da war kurz ein Troll. Ich glaube, da passt jetzt nichts mehr drauf, oder? Warum? Leute, ich krieg gerade richtig Hunger, wisst ihr das? Soll ich euch was verraten? Ja, die Steinaxt ist wahrscheinlich in der Nähe.